Öfteren über Meditation gesprochen. Wie wichtig ist Meditation? Meditation ist ein Werkzeug in verschiedener Hinsicht. Kann uns sehr stark helfen, ne? Für die normale Tagtäglich Leben. Wir weiß auch sehr viel Stress, ne, von Arbeiten und so weiter. Das wird dann immer mehr, das wird dann noch mehr dazu. Und um diesen Stress abbauen, dann eigentlich am Vor sehr stark, dass wir so jeden Tag ein bisschen Zeit haben, ne, bisschen vielleicht für 20 Minuten zurückkommen, ne, gar nichts daran danken, nur da sitzen zu meditieren. Weil ich habe sehr oft Menschen gesehen, ne, und dann kann man nicht über eigenen Körper beherrschen oder eigenen Atmen beherrschen. Diese Meditation ist sehr stark verbunden mit wie du atmest. Ne? Und dann, du kannst das ein Beispiel ist so, diese Atmen so wie ein Pferd, ne? Du halten das. Aber wenn dieser Pferd, du kannst dieses Pferd nicht beherrschen, dann fährt er irgendwo hin, ne? Und dann, das wird dann eine Schade für dich. Sondern du musst immer mit dieser Bewegung, mit dieser Pferd aneinander zu arbeiten. Du musst mit deinem Atmen aneinander zu arbeiten. Dann kommen eigentlich, dass sie sehr, sehr schnell zurückkommen. Der Stress wird dann sehr schnell abgebaut. Nicht so wie jemanden manchmal zu mir kommt, was ist das heute und was wird denn uns machen? Die ganze Zeit, du siehst, das ist gar kein so harmonischer Zustand. Das ist das erste sehr wichtig, ne, die Meditation zu treffen. Die zweite Sinne ist über dieser Körper. Wenn du oft meditierst, werden das so alles die Pulse und alles von dem Energiefluss, Blutfluss, Energiefluss werden von alleine zirkuliert, ne, dass sie so keine Blockade passieren. Insofern für uns so ein bisschen für ein langes Leben ist sehr wichtig. Die dritte ist, durch Meditation, so wie ich, damals haben wir auch diese Unterhaltung, dieses Thema, ne, dass sie so diese Fluss immer, Geldfluss, chinesische Geldfluss immer noch so fließt, du werden deine Fehler nicht finden, weil dieser Sand mit Wasser verschmelzt, ne, oder so zusammen. Du konntest deine Fehler nicht finden. Nur wenn diese Wasser langsam stehen bleiben, dann dieser Sand, das ist so ein Beispiel, das ist unser Fehler oder was ist Unreinheit, dann wird er unten sein. Das ist eine, eigentlich, das ist so wie Waschen, unsere eigene innere Reinigung. Ne? Und dann da wird er uns viel mehr Aufmerksamkeit über uns selbst, über uns mit unserem Zustand, unsere Umgebung, ne, und auch mit anderen Menschen, dass es alles in einen harmonischen Zustand bringen kann. Ne. Ja, das ist so ganz einfach über Meditation, weil es Vorteile für normale Menschen ist. Ne. Du sagst, man muss den Kopf dafür freikriegen, also keine Gedanken mehr. Wie können wir das schaffen? Diese keine Gedanken, ne? Das ist wieder ja und auch nein. Das ist, hat auch zwei eigentlich unterschiedliche Bedeutungen. Nur normale Leute hat das komplett falsch verstanden. Bevor das anfängt, dann werde ich erstmal von Thich Nhat Hanh seine Erleuchtung, Geschichte, besonders diese Bereich Meditation noch ein bisschen erklären. Ne? Und Thich Nhat Hanh ist Buddha. Ne? Und er ist so 19 Jahre, fand er an, als Mönch, ne, zu Mönch gegangen und er auch geht zu wirklich schon sehr viel zu Meister oder zu Lehrer und so weiter. Zu Lehrer, zu wirklich zu suchen, was ist die Wahrheit unser Leben. Und er hat über 10 Jahre, ne, da ein bisschen gelernt, die ein bisschen gelernt und so weiter. Danach er hat gesagt, nein, das alles nicht, ne. Und danach, 10 Jahre vorbei, 10 Jahre genau, ne, die Zeit auch nicht weniger. Und dann hat er aufhören, nach außen die andere Lehre zu suchen. Ne. Und deswegen habe ich immer gesagt, diese Lehre, die wissen, die Lehre kommen auch von Büchern oder von anderen Lehren bekommen. Ne.
Das ist immer Orientier oder Suche nach Lehre, das ist falsch. Lieber nach richtig, die tiefe Wissen. Ne? Nach Lehre, was ist, wenn diese Lehre auch nur halb Flasche oder halbe Wahrheit wissen? Ne? Davon hat er 10 Jahre gedauert. Und 10 Jahre danach, er ist aufhören, Lehre zu suchen. Gesagt, ich selber durch Meditation, ne, selber finden das. Und dann hat er 3 Jahre versucht, das hinzukriegen, ohne Gedanken zu machen. Und 3 Jahre hat er das wirklich geschafft. Und dann hat er gesagt, nee, das ist nichts. Und dann er hat wieder angefangen, von neuem Anfang, das zu versuchen, ohne diese Gedanken. Wir müssen nicht danken, ohne danken zu haben. Ich weiß nicht, ob du verstehst das. Nicht wirklich. Wir versuchen, dass wir ohne Gedanken zu haben. Ne? Aber das ist ohne Gedanken. Ich müsste keine Gedanken. Das ist auch ein Gedanke. Noch einmal dieser Gedanke assistiert. Und hat er wieder 3 Jahre gebraucht, ne, um das zu schaffen. Und so weiter. Und danach, er hat tatsächlich geschafft, ne, er hat noch einmal diese Gedanken ohne Gedanken zu haben, komplett leer. Und danach er gesagt, das auch nicht. Sofern, wenn wir über Meditation zu sprechen, das wirklich so tief, ne, dass die Wissen so tief, wir konnten nicht von einem Wort sofort das alles erklären. Ne. Auf jeden Fall, was wir jetzt meiste Leute versuchen, ja, wie kann ich das ohne Gedanken zu haben? Dieser Zwang selbst machen eine unmögliche Sache zu möglich. Weil diese Sache sowieso schon unmöglich zu schaffen. Wie kannst du das ist eine möglich zu machen? Da müssen wir auch nachdenken. Ne? Wir sind keine Stein. Warum sollen wir ohne Gedanken sitzen da für 1 Stunde oder 3 Jahre dazu machen? Welcher Sinne ist das? Das ist der Eindruck, der über Meditation Genau, viele herrscht. Leute, Ja. ne? Sofern ich kenne auch einige Frauen, so traurig, weil er jeden Tag versucht. Aber dieser Gedanke immer noch da. Ja klar, wir leben auch hier. Wie kann das alles komplett weg? Aber dadurch die bestimmte Methode kann man das tatsächlich zu schaffen, ohne zu diese Gedanken zu haben. Aber das ist, muss dein Herz schon hat gar nichts mehr wohin hängt. Du hast das komplett losgelassen. Du hast von nichts hängt. Du von alleine sagen, das ist für mich, das ist nicht so wichtig mehr. Plötzlich alles. Noch nicht mal Meditation. Ne? Dann Insofern, das ist schon andere Tiefe. suche ich zuerst Meditation, um dann festzustellen, ich brauche sie dann, wenn ich sie geschafft habe, gar nicht. Meditation, ich sag's. Für mich, ne, das hat 4 Stufen. Die erste Meditation heißt Shuchan. Shuchan heißt, du sitzt da und dann durch bestimmte Übungen, das gibt bestimmte Übungen, ne, ich sag's dir nachher, wenn wir nochmal weiter unterhalten. Durch bestimmte Übungen, du tatsächlich, das ist gemerkt, das heißt, Li Sheng Xi Le, heißt, du hast diese Trennung wirklich. Das ist so gemerkt. Oh, da ist etwas getan. Ne? Diese Trennung ist passiert. Dann bist du total eine Freude. Oh, was ist das eine? So, ne? Was ist das? Du kannst nicht beschreiben. Und auf jeden Fall, das ist etwas getan. Das ist, heißt Shuchan. Li Sheng Xi Le. Die zweite Meditationsstufe ist Ding Sheng Xi Le. Heißt, du dieser Zustand. Nicht nur einmal, manchmal, nicht nur einmal plötzlich oder aus Zufall passiert, sondern durch bestimmt, was ich nachher sage, Methode auf der passiert. Ding heißt, dieser Zustand ist befestigt. Ding heißt befestigt. Ne? Die dritte Stufe ist Li Xi De Le, heißt, weil das ist so ein Zustand, was ich gesagt habe, das ist unbeschreibbar, das ist so, wie du etwas genommen hast. So, ne?
Opium oder irgendwas, genau, aber auf jeden Fall ist das ein sehr schöner Zustand. Ne? Und du innerlich diese Freude, du langsam, weil du auf diesem Zustand passiert, innerlich diese Freude nicht mehr. Nur von deinem Körper diese Befriedigkeit, in diese Energie oder in diesen Zustand Gefühle, diese körperlichen Leichtgefühle, von die geistig leichte Gefühle. Dieser Zustand, du genießt das, aber diese Freude nicht mehr. Innerlich, deine Seele ist zur Ruhe gekommen. Das ist eine Freude für meinen Körper, ihr Leistgefühl, etwas anderes, was ich jeden Tag nur wegen Arbeit und so viel Stress und so. Das ist total anders. Aber diese Freude brauchst du nicht mehr. Umso mehr, jetzt kannst du über dich selbst zu korrigieren, kontrollieren, zu deiner eigenen Seele zu für Reinigung machen. Ne? Natürlich, wenn du so denkst, natürlich gibt es etwas Gedanken. Du über dich, du schau dich selbst, innen schau dich selbst, was du machen und so weiter. Korrigieren deine Seele. Natürlich, das hat etwas Gedanken oder nicht. Und die zum Schluss, die vierte Stufe ist heißt, du hast auch diese Außenkammer, diese Genossen, auch total losgelassen. Von innen, von außen. Diese Friedlichkeit, diese Gefühl, du hast diese Gefühl, diese außen, diese Genossen auch losgelassen. Es ist nur noch Reinheit. Noch mehr Reinheit. Noch mehr. Ja, genau. In diesem Zustand, wenn du die vierte Stufe von Meditation das erreicht hast, dann konzentriere dich nicht mehr dich selbst. Musst du auch gar nichts mehr. Und dann plötzlich, du bist vereint mit Universum. Die komplette Energie, Yin-Energie, ne? Erde, Yang-Energie von dem Himmel, Natur. Gewaltig, dynamisch, Natur, Energie mit dir schon vereint. Du hast kein Bedürfnis zu dir selbst. Du hast das schon erreicht, du hast es schon gefunden. Du konzentrierst nicht mehr an dir selbst. Ein Einzige, was du über die vier Stufen gemacht hast, ist deine eigene Seele korrigiert. Zu gut korrigiert. Denkst du wirklich, das ist ohne Gedanken? Nein, dann ansonsten wir sind Stein. Welcher Sinne ist das? Das ist die Meditation. Ne? Für jede Stufe braucht bestimmte Übung und so weiter. Ne? Und da werden wir uns auch später immer wieder, ne, oder in meinem Seminar, ne, oder das im Workshop, werden uns zusammen zur Übung. Wenn ich so spricht über meine eigene Erfahrung, das ist relativ sehr einfach. Aber um das jetzt zu praktizieren, brauchen wir ein bisschen Geduld. Weil der Tiefe Moni, das die komplett die 6 Jahre gedauert. Erstmal ohne Gedanken sagen, nee, das ist nichts. Und nachher noch nicht mal Gedanken für überhaupt, weil das alles losgelassen ist. Ne? Er hat kein Notwendiges. Er findet, dass er komplett das. Er begehrt von etwas, ne, selber etwas suchen muss, das komplett auch losgelassen und so weiter. Davon ist er 6 Jahre gedauert. Er hat die Ergebnis, seine Erlebnis alles geschrieben. Und wir bekommen das alles Ergebnis von den Leuten 6 Jahre gedauert. Ne? Aber für uns, ja, einmal meditiert, ich habe das heute aber nicht geschafft, ne? Oder was du sagst, hat Probleme. Ja, aber das enttäuscht mich, ne? Und müsste nicht mehr weiter Übung, weiter zu probieren. Keine Ehrgeiz oder keine Geduld, ne? Lieber, dass ihr Tag in die Arbeit gehen, Stress habt. Das Aber Hamsterrad. ja, genau. Aber ein bisschen mehr Geduld haben, um dass ihr so zur Ruhe kommt. Das ist doch nicht so schwierig. Ja. Die erste Stufe der Meditation baut Stress ab, sagst du.
Und gerade Stress gilt ja so als der tückische Krankmacher. Kann ich durch das Üben von Meditation bereits auf meinen Körper einwirken? Ja, absolut. Und wenn wir wirklich überlegen, wer baut diesen Stress ab? Ne? Wer ist derjenige, das wirklich Stress abbaut? Das ist unser Kopfdanke. Ne? Weil gerade durch Meditation kannst du auch diese Kopfdanke einigermaßen ausschalten. Ne? Weil du von innen dein eigenes Selbst gefunden und dann dadurch diese Kopfdanken und dann immer mehr weniger funktioniert. Das ist so wie eine so, Computer, du selbst, innere selbst, du steuernd, ne? Du benutzt deinen Kopf zu etwas zu erledigen, aber nicht dein Kopf beherrscht dich, deinen Körper und deine komplette Seele und so weiter. Ne? Dadurch, weil du durch Meditation das eigene Selbst gefunden hast, dann diese Panik, dieser Stress und die komplett negativ die Sache aus deinem Kopf danken verursacht, werden immer mehr weniger. Ne? Und dann viele Krankheit ist durch Stress gekommen. Und dann, ich kann nur aus meinem eigenen Körper sagen, wenn ich unter Stress bin, dann fange ich an, auch Allergie zu bekommen. Ne? Überall, holt einige Kunden weiß sehr genau, wie ich aussehe. Dann, das ist auch ein Grund, warum ich angefangen Meditation zu machen. Dann brauche ich mindestens 30 Minuten bis 45 Minuten nur zur Ruhe kommen, nur Sitz, ne, versuchen, dass ich zur Ruhe komme, meditieren. Und dann kann ich sehr deutlich zu mir kommen, dass ich so dieser Juckreiz ist nicht mehr da, diese rötlich auch wieder immer mehr zurück, ne. Das auf jeden Fall, das für Körpergesundheitsfaktor ist. Meditation ist wirklich eine Hilfe. Außer, so wie ich gesagt habe, das ist Energiefluss, Zirkulation und Blutzirkulation. Weil wenn du die Oberkörper, diese einigermaßen Energie zu zirkulieren, ist relativ einfach. Aber Problem, das ist unsere Beine und unsere Füße. Und um das zu diese zirkulieren, das ist relativ sehr schwierig. Aber durch Meditation ist eine Möglichkeit. Ne? Weil wenn du von Anfänger meditierst, deine Beine konnte auch nicht wirklich gerade machen. Dann kommt wirklich einer schon so hoch, war schon auf deiner unteren Kiefer heißt das, ne? Unteren Kiefer, so hoch schon, so beide Beine ist sehr hoch und so weiter. Und du kommst nicht runter. Das zeigt, dass wirklich diese Blockade und so weiter. Aber wenn du zum Beispiel die Meditation schon ein Jahr oder 2 Jahre praktiziert, plötzlich dieser Zustand erreicht, so wie ich die erste Meditationsstufe, zweite Meditationsstufe, du in dieser Zustand ist, deine Beine, bumm, von alleine ist runtergekommen. Ne? Und das ist sehr unglaubliche Sache. Das ist ohne Quatsch. Ich erzähle ohne Quatsch. Ne? Und dadurch ist, dass sie so verstärkt, dass deine Zirkulation, besonders auch Beinepreis und auch deine Füßepreis und so weiter, enorm wichtig. Ne? Und deswegen, wenn du siehst, einige sehr alte Mönche wirklich Meditation so gut praktiziert, 80 Jahre, der geht gerade, wenn der auf die Straße geht, richtig, Kopf hoch, das sind so die Gerade gerade rücken. Rücken, ne? Und volle Energie nach vorne. Aber wenn wir sehen, uns normalen, ne? So 20 Jahre, der Junge schon die beide Hand auf die Hose, ne? Geht schon so. Die Haltung, die innere Haltung, ne? Gerade ist, dann dein Außen ist automatisch verändert. Das ist wirklich auch sehr wichtig. Und für die Leute schon Krankheit, einige chronische Krankheit oder so ein bisschen schwere Krankheit, die Menschen. Und gerade das ist, wir leisten ihnen eine Traurigkeitsstütze. Oh, meine Leber ist ruiniert. Ne? Aber ich habe so Krankheit, das ist so Traurigkeit noch dazu. Dann werden die Krankheit nicht weg, sondern mehr dazu diese seelische Problematik noch dazu reinhauen. Aber Meditation hilft dir, das langsam zu erkennen. Diese
Krankheit, was du bekommen hast, ne? Und dann das eigene, das ist so wie eine Front. Das ist gar keine deine Feinde. Du musst das besiegen, du beschimpfst deine Krankheit, warum nur ich das bekomme, ich bin warum so unglücklich und so weiter. Dann langsam, das ist, du innerlich zurückgucken, was du eigentlich falsch gemacht hast. Diese Krankheit ist gekommen. Ne? Und dann wirst du sehr viel das nachdenklich und auch versuchen, das ist so Zukunft auch besser zu machen. Gleichzeitig wirst du sehen, das ist eigentlich, das ist so wie eine Netz klopfen. Hi, wach, ne? Die Leute, bitte nicht mehr so leben, Ernährungsaufpassen oder bitte nicht so leben so wie vorher, sondern das ist so, ich wollte nur dir sagst, unsere Körper machen nicht mehr mit, weil dein Kopf so viel uns Stress macht oder uns so kaputt macht oder gar nichts so bewusster leben, dadurch uns Körperkrankheit. Hallo, das ist doch nicht andere Menschen schuld oder andere nach außen schuld, dass du selbst da drinnen derjenige drinnen sitzt, dann plötzlich, dann hast du wirklich über dich selbst nachdenken musst. Ne? Ja, das stimmt. Das ist ein nettes Signal, Körpersignal, das ist ein nettes Klopfen, um mich selber erwachen. Ne? Aufmerksamkeit. Ne? Was habe ich falsch gemacht? Was wird dann in Zukunft besser machen und so weiter. Gleichzeitig durch Meditation hast du auch erfahren, Tod, das ist gar keine traurige Sache. Das ist, brauchen Menschen nicht Angst vor Tod. Das sind auch die meisten Leute, wenn wir über Thema Tod, über uns Sex darüber sprechen, oh, ein Sex, ah, Tod, oh, ne? So diese Haltung. Aber durch Meditation, du siehst eigentlich, das ist so Tod, ist gar nicht so, so traurige Sache. Wenn du innerlich deine Seele gefunden hast, deine eigene Selbst, Seele gefunden, daran arbeiten, dann wirst du diese Wiedergeburt gar nicht mehr passieren brauchen, sondern oh, ich habe schon meine Bewusstsein schon geweckt. Ich werde, soweit weil ich lebe, in diesem Moment lebe, jeden Moment, einen Moment nach dem anderen, vernünftig zu leben, bewusst zu leben. Ne? Und dann werde ich nicht mehr wiedergeburt, sondern mein Tod ist ein Anfang für Ewigkeit assistieren. Warum soll ich noch Angst vor dem Tod? Ich muss an meinem Tod feiern sogar. Und dann bist du total seelisch erleichtert. Du hast keine diese Panik mehr. Du hast keine Angst mehr und so weiter, weil du bist inne hellwach ist. Dass es wieder alles durch Meditation erreichen kann. Sofern, dass es schon ein sehr, sehr wertvolles Werkzeug für